Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Warframe. Ja, wir spielen Warframe, denn es gab ein Update vor ein paar Tagen. Ich konnte leider nicht direkt aufnehmen, weil ich nicht da war. Und es wurde ein Prolog eingeführt, das ein, ich sag mal, Tutorial in Warframe liefern soll. Und da ich keine Ahnung habe selber, um was es geht, was für Neuheiten es gibt, habe ich mir gesagt, ich baller das einfach mal rein und dann testen wir aber mal, wie das ist, und dann zeige ich mal, wie das Spiel an sich auch so anders, was es für Sachen gibt, eben für spezielle Sachen eben. Ja, also wie gesagt, ich habe auch wenig, ich habe mir die Update-Sachen einmal durchgelesen, aber da ist so viel, da wurden Sachen gefixt noch, da kann ich gar nicht alles drüber reden. So, Funktion des Schiffes, wie die Schmiede, das Arsenal und die Navigation werden freigeschaltet, sobald der Prolog abgeschlossen ist. Du musst den Prolog abschließen und die Funktion frei, alle Funktionen alle freischalten. Möchtest du vorfahren? Ja. Ich kann lesen, aber ich war gerade eben irgendwie schwach. Ist irgendwie leise. Ich kann also jetzt hier auswählen, welchen ich spielen will. Ah, Volt war es vorher gar nicht. Es war nicht Volt, es war, es war Loki. Interessant, okay. Ja, ich bin trotzdem Excalibur, weil der einfach, der ballert am besten. Das wissen wir alle und, ist uns, ich denke mal, also denen, die Warframe spielen, ich bitte euch, also Mag ist gut, aber Excalibur ist besser. Bam! So. Radial Blind. Oh, warte mal. Drei? Nee, vier. Ja, ich habe nur arsch viel Leben verloren, aber schon okay. Okay. Unbewaffnet zu sein, ist halt schon irgendwie scheiße. Gut, das kennen wir. Das sieht schon ziemlich geil aus. Ne? Warte mal. MK1-2, Furax oder Scanner. Und aus Erfahrung nehme ich die Furax. Weil ich finde, dass sie gut sind.
Aber ich krieg gerade hart aufs Maul. Ja, man muss in Warframe immer mit allem kämpfen, was man hat. So, das war so zum Testen. Ah. Ja, ist so lustig. Ich bin hier... nice. Genickfick nenne ich das. Okay, ja. Sekundärwaffe. Lato. Furis. Was ist das? Lato und Furis. Kunai. Nee. Lato, Furis am besten. Upsa. Ja, ich habe die Furis genommen, weil ich weiß, dass sie schnell schießt und dass man halt auch dann trifft. Ohne große Probleme. Ja gut, die sind auch nicht stark, die Gegner, muss man natürlich dazu sagen. Ja, für mich ist das jetzt hier Pille-Palle. Und ja, macht halt was. Easy. Bergungsteam. Um zu rutschen. Ja. Können wir looten? Ja, ist auch gut. XP, XP. Weiße Kugeln sind XP, für die, die es noch nicht wissen. Ich laufe jetzt extra langsam, weil ich zu wenig Leben habe. Ah, okay. Das ist natürlich ungeil, dass das das Schiff, das uns abholt. Okay, ich muss sagen, parieren kannte ich vorher gar nicht. Alte Key zwischen Nah und Fern. Alte Key. Ach so, genau. Ja, der meint E. Oder bei mir ist es F. Aber er meint einfach, dass wir die Waffe wechseln können. Alles klar. Machen wir gerne. Ich muss sagen, das Tutorial ist ganz gut bis jetzt. Also es erklärt einfach wirklich alles, was man wissen muss. Und ich muss halt sagen, Warframe hat einfach eine richtig geile Grafik. Also es sieht einfach geil aus. Was ist das? Kleinen Moment. So, ich bin wieder da. Ich nenne sowas Telefon. Aber wir können uns hier gerade angucken. Kombos. Das sind so Dinger, wenn man einen Haltungsmod drin hat. Ich weiß auch nicht, ob ihr das schon kennt. Sorry, ne? Wenn ihr Haltungsmod drin habt, dann könnt ihr lang die Waffenwechseltaste drücken. Was ist die Waffenwechseltaste? Ja, ich glaube schon. Während ihr den Nahkampf ausgerüstet habt und danach geht ihr mit dem Nahkampf in den... Dann nehmt ihr den Nahkampf in die Hand und ja, schlagt halt nur mit dem zu. Aber dann halt deutlich stärker und effektiver als einfach nur als wenn ihr einfach nur die Nahkampftaste so spammen würdet. Ja. Gut, dann machen wir weiter. Aufpassen, nicht zu sterben. Das wäre suboptimal. Wir haben gerade... Der spawnt jetzt hier, oder? Nee. So lange kein Vor mehr gemacht. Keine Ahnung, wie der kämpft. Da oben steht er. Aua. Keine Ahnung, was das für Dinger sind. Die Fähigkeit von Excalibur nochmal. Mein Gott, das ist so lange her. Ich spiele ja die ganze Zeit nur mit anderen Warframes, gerade um die zu leveln. Und da habe ich gerade keine Ahnung, wie Excalibur an sich nochmal funktioniert. Aber ich muss hier mal erstmal hochkommen. Ich muss den Sack schließlich treffen. Da ist er. Ah, nett, okay.
Mann, wie inkompetent bin ich denn eigentlich? Der stimmt, der weiß ja genau, wo ich bin. Okay, dann. Und der stellt die Sachen immer vor mich hin. Ich muss sagen, anspruchsvoll ein wenig ist es. Ich habe nämlich keine Ahnung. Ah. Da ist eine Treppe. Es war die ganze Zeit eine Treppe da, wo ich hin musste. So, die Kleinen gekillt. Wo ist er? Oh. Ich habe ihn übersehen. Ja, war so klein. Nee, ich muss das Ding hacken. Grenier, meine so breite Verstärkung vor, wir brauchen diesen Tenno. Ja, läuft. Komm, mach hinne. Oh. Oh. Waffe wechseln. Geben ihm. Halte um... Ah. So. Um Energie. Warte mal. Wie stellt er sich denn das vor? Naja. Klappt gerade nicht so gut. Ah, jetzt geht das. So bündelst mit der linken Maustaste bündelt Energie, dann sieht es dann immer so aus. Müsst aber drauf bleiben. Ja. Gut, ich würde sagen, das ist nicht so gut. Mhm. Na komm, hier runter. Wir machen das lieber noch ganz normal. Oder testen einfach hier lang. Man springt immer so schön weit ab in Warframe. Ich weiß nicht wieso, aber es ist halt einfach so. Und wir müssen da hoch. Okay. Dann gehen wir da hoch. Weg. Nochmal ein wenig XP holen. Energie braucht man immer. Oh, warte mal. Ich gehe in die falsche Richtung. Aha! Wir kriegen jetzt eine Primärwaffe. MK1 Strun. Braton. Paris, muss ich sagen. Ups. Ist halt die Sniper, die ich einfach dann in dem Moment haben will. Da siehst du 1200, wenn man gescheit zielt. 600. Machen wir jetzt hier Sneaky. Mach genug Damage, der Bogen. Also, drücke Key, ja, das ist bei mir F mal wieder. Hoppa. Und bam. Weg. Kein Thema. Der kann nix. Lecker. Kann auch nix. Oh, da oben. Beide gekillt. Na, das gesehen. So, und wir sammeln jetzt auch schön alles ein. Denn Looten ist in Warframe mega wichtig. Ah, Sicherheitssystem hacken. So, zack, gehackt. Kein Problem. Ihr müsst euch nicht denken, dass es einfach ganz einfach ist, das Ding zu machen, ne? Ich bin da schon wenig erfahrener im Zielen und Spielen mit Warframe. Na, hast du Angst, Tello? Merkwürdigerweise. Verteidige das Schiff. Wir haben jetzt hier schon den ersten Spielmodus. Defense. Es gibt
gibt nämlich, also es werden alle verschiedene Spielmodi vorgestellt. Und es gibt halt, ja, Verteidigung. Und die werden alle vorgestellt. Das ist natürlich mega gut. So weiß man, was man machen muss. Denn ich wurde auch schon in Spiele reingeworfen, wo ich nicht wusste, was ich machen musste. Ich hab's, ich sag mal, teils gehandelt gekriegt. Aber es war nicht einfach. MK1 Paris gibt es übrigens nicht zu erhalten. Da heißt normal nur Paris. Und ist keine Stadt. Ihr seht auch, bewegliche Ziele mit dem Paris zu treffen, ist auch richtig scheiße. So, der ist weg. Da kommen die ersten Selbstmord-Leute. Und? Was sehe ich? Was sehe ich? Ah! Hier können wir rauskommen. Er nimmt uns mit. Das ist sehr gut. Ciao, Bitches! Schade. Ich hätte gerne ein Forma gekriegt. So. Was Price? Schiffskommunikation herstellen. Aha. Was ist das denn? Okay. Ja. Jetzt bin ich aber bei mir. Offline-Segment nötig. Okay. Ah, hier geht's runter. Hier können wir auch voll schnell rennen. Ah, hier ist mein Pet. Mein Pet chillt hier voll geil. Offline-Segment nötig. Ah, hier müssen wir mal hereingehen, wa? Segment installieren, komm. Es kann so einfach sein und, So, Arsenal. Geil. Sieht anders aus. So. Das ist jetzt mein Charakter. Konsumables, alles klar. Wiederbelebung. Power-Vandal. Ah, sieht jetzt auch so aus. Ja, also ihr seht, ich habe ein paar Sachen schon, ne? Progress am Fertigleveln. Aber ich kann ihn nicht verbessern gerade. Oder? Design? Ich muss sagen, so eine tiefschwarze Oris oder so eine grüne, obwohl so eine... Es hat so ein Feuerding, weißt du, da ist halt dann... Obwohl so eine weiße Ogre schon ziemlich geil aussieht. So, wir nehmen auch die Farbe. Gut, dann... Ah, Allianz, mal wieder hier. Laber nicht. Scheißegal. Gut, egal. Gehen wir wieder raus. Wir wollen nämlich Frost sowieso leveln. Hier drin können wir übrigens auch sliden. Okay. Ist das bescheuert. Aha. Ah, das ist jetzt... Wir sind also hier im Interface. Ah, okay. Also dieses, vorher waren wir doch in diesem... Einfach in diesem Bildschirm. Oh, das fliegt uns da entgegen. Waren wir in diesem Bildschirm mit den ganzen Planeten. Jetzt haben wir hier... Segment nötig. Das ist womöglich die Schmiede oder sowas. Hier auch. Hier ist... Auch ein Segment nötig. Wir müssen uns ja eher alles freispielen, deswegen... auch wieder Segment nötig. Und was hätten wir noch da? Wir hätten hier wieder Offline-Segment nötig. Und hier ist, glaube ich, wir können dann einfach noch nichts machen. So, Arsenal. Ausrüsten. Ich habe leider nur einen. Ich wollte mir mal einen anderen machen, aber ich war zu faul. Gut, da, das ist in Ordnung. Force Price, Schiffkommunikation wiederherstellen. Gehen wir mal kurz in die Sternenkarte, haben sie jetzt genannt. Okay, dann gehen wir kurz hier hin. Und... Einfordern. Extraktor wieder einziehen. Auswählen. Den neuen. Bei den Extraktoren muss ich sagen. Was ist das? Ah, das war der, der automatisch ausgewählt wurde. Okay. Mhm. Hier habe ich noch einen Extraktor. Ferrit. Ich brauche Ferrit einfach deswegen. Schalte alle Knoten in diesem System vor, um Extraktor auszusenden. Ah, wir haben... In Mars haben wir nicht alles ausgemacht? Okay. Wusste ich gar nicht. Also es ist jetzt, ich sag mal, ich muss sagen, für mich
Sieht schön aus. Man kann sie auch mit den Maustasten so drehen. Mit den Maustasten. Mit den, Dingsteil da. Ihr wisst, was ich meine. Pfeiltasten kann man es drehen. Und, mit dem Mausrad auch drehen. Okay. Ich weiß jetzt nur nicht, ob das Tutorial schon abgeschlossen ist. Ausstattung. Arsenal. Mhm. Ich muss damit auch erstmal klarkommen, ne? Ausstattung, Arsenal und Inventar. Wähle und konfiguriere deine Ausrüstung. Hold right click to rotate. Okay. Ist aber nicht mein Arsenal. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was dieses Zeichen bedeutet. Aber womöglich ist... Ah, hier, Schiffskommunikation wiederherstellen. Diese Quest sollen wir machen. So, 3, 2, 1. Das sieht also wirklich neu aus. Cool. Ja, das hat bei mir auch ein klein wenig geleckt, dieses Ding. Keine Ahnung. Kann an der Aufnahme liegen, muss aber nicht. So, und wir sind so ein schöner gelb irgendwas farbiger Typ. Und wir haben... Wow, Alter, ich dachte, mir das Ascaris wirkt. Arbeitet sich hindurch, ich sehe die Schatten eines Geistes. Ja, mach halt. Ist mir scheißegal. Was muss ich denn hier machen? Schiffskommunikation wiederherstellen war die Quest, war der Quest Auftrag. Gut, dass es leise war, das hat niemand gehört. Vollkommen realistisch. Was hat das denn? Aber kurz mal nachladen. Jetzt hat er sich gerade so, da ist was passiert, merkwürdig. Okay, also bis jetzt ist die KI ziemlich dumm. Muss ich jetzt echt mal sagen. Bumm. Hm. Ja, die Ugris ist eine asoziale Waffe, ich weiß. Ah, jetzt haben sie mal bemerkt, dass hier einer da ist. Und ja, sie tut mir selber ziemlich weh. Na komm. Oh. So, dann. Ich hasse die Viecher da oben, die fliegen. Na komm, wir machen. Ganz einfach. Komm, 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 komm schon. Ich muss sagen, ich mag, eine meiner Lieblingswaffen in Warframe ist halt echt die Sniper. Weil sie einfach so verdammt treffsicher ist. Du triffst mit dem Sniper in Warframe einen einfach auf Entfernung. Die sind abartig. Und wir looten auch immer so viel wie es geht. So. Mein Pet sammelt übrigens alles auf. Die Sachen kaputt machen, das mag ich einfach, das müsst ihr euch dran gewöhnen. So, ja, die Hand ist oben. Vollkommen normal. So, abkoppeln, was ist das jetzt? Gebiet einnehmen, ja. Okay. Abkoppeln, alles klar. Also wir müssen das Gebiet einnehmen. Das hier ist jetzt, wie soll ich sagen... In einigen Spielen nennt man es Herrschaft. Hier. Keine Ahnung, wie es heißt. Hier heißt es halt abkoppeln. Komischer Name, aber... Ja, jedem das seine, ne? Es gab halt echt nicht viel los hier. Das ist halt so eine, ja, ich denke mal, Eroberungsquest, in der wir einfach chillen und warten und den Punkt jetzt hier einfach einnehmen. Aber das ist sowieso eine Quest, die eigentlich einfach ist, deswegen chillen wir einfach hier rum und, ja, schaukeln die Eier.
la 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 la. Ah genau, vorhin habe ich was von Haltung gelabert. Unten rechts, ich habe jetzt die Taste gespammt, unten rechts seht ihr, dass ich da Pro Wanda stehen habe, anstatt irgendwas anderes. Und jetzt benutze ich diese Haltung. Und die Angriffe sehen, also jetzt nicht mehr, die Angriffe sehen so aus. Also immer, immer der gleiche dumme Angriff. Rutschangriff ist so, ganz normal. Und wenn ich jetzt aber so die Haltungsmod benutze, dann sehen die Angriffe dann anders aus. Dann macht er andere Angriffe, die verschieden stark oder verschieden viel ziehen können. Ja, geh weg. Kannst eh nix. Ups. Naja. Irgendwie kommt man da schon hin. So. Sehen wir, jetzt kommt ein Punkt. Ah, okay. Ne, Extraktionsfreigabe. Okay. Interessant, wie weit der geflogen ist in so kurzer Zeit, ne? Aber naja. Er kann halt fliegen. Wie ein Vogel. Toll. So ist ja nicht Pro-Gaming übrigens, ne? Stell doch ein kleines Hindernis den Gegnern auf dem Weg. Level 23. Boah, ich bin so gut, Alter. Ich habe meinen Frost gelevelt hier. Boah, Alter, ist das beschissen. Ja, Fähigkeit gekillt. Und fertig. Zugefügter Schaden, erlittener Schaden, getötete Gegner, Credits, Kommunikation. Ah, okay, steht jetzt alles gut ausführlich da, das ist nicht gut. Damaged Gewehr. Hammer. Das haben sie immer noch nicht geschafft, das gescheitert zu kriegen. Aber das ist auch nicht schlimm, Hauptsache man versteht, um was es wirklich geht. Ja. Worst Price, befreie den gefangenen Waffenhändler. Okay. Das heißt, und wir haben Alarmierung mit Keramikdolchblaupause. Muss halt sagen, es steht halt echt nicht so geil dargeschrieben. So erkennt man es am besten. Keramikdolche endet in einer Minute. Hm? Ah, wir haben aber noch was anderes zu machen. Wir können jetzt nämlich hier etwas platzieren und haben den Markt. Wir können hier gucken, was es so gibt. Silber und Aegis. Schild und Schwert. Alles Kaufzeug, mache ich eh nicht. Warframes, Waffen. Mehr Blaupausen. Ja. Ich höre irgendwas im Hintergrund. War das das hier? Akzani, kenne ich gar nicht. Was ist das denn? 2.0. Magazin 100. Feuerrate 20. Scheint eine ziemlich schnell schießende Waffe zu sein. Ähnlich wie die Afuris. Die Zwillingsvipern. 25 Feuerrate, ja. Okay, Nahkampfwaffen, was gab's da? Schönes, neues. XP lockt. Man muss halt Rang 8 sein für den und ich bin halt nicht Rang 8. So, und hier haben wir Flammenklinge versucht. Okay. Warframes, Training, Quest, Gegner, Bildergalerie. Das kenne ich auch nicht. Waffen. Ich denke, das ist der Codex. Warframes. Seht ihr, die habe ich alle gemeistert bis jetzt. Den level ich gerade. Und jetzt kommt's, ne? So, wen habe ich alles? Ich habe Frost, Nikos habe ich. Mag hatte ich mal nicht gemacht. Nova habe ich, Nyx habe ich. Ich will Rhino Prime, den will ich haben, Alter, den will ich haben. Vauban habe ich und C4 mache ich mir gerade auch noch. Ja, sagst du, genügend Shit noch zu machen. Okay, Training. Basistraining. Ah, das ist sowas, okay. Also ist mehr oder weniger sowas. Das ist der Codex, also, okay. Ja gut, okay, es steht Codex drauf. Hm. Neuigkeiten, Hotfix. Loki Prime Access. Was passiert, wenn ich da Neuigkeiten drücke? Oh, geil. Also da kann man dann da drauf drücken. Okay. Was ist das hier?
muss sagen, es sieht schon ziemlich geil aus. Ja. Offline. Okay. Und ich denke mal, das ist auch offline. Gut, dann würde ich sagen, machen wir gleich die nächste Quest. Ich denke mal, die Alarmierung, die ist jetzt vorbei. Keramikdolche brauche ich eh nicht. So, die Quest ist hier. Da, wo dieser geile Stern war. Ah, hier ist die Alarmierung, die vorher da war. 3800 steht drauf. Hier ist... Was ist ein Planet? Ist denn das? Erde, ja. Und hier ist eine Auslöschung... Oh, da habe ich auch Bock drauf. World of Fenrir. Ah, da sieht man auch unten drunter die Leute, die drauf sind, da oben angezeigt. Hier. Gut, wir machen einfach das hier. Stimmt für die Befreie... Ja, ich will die Quest machbar. Annehmen. Ach, wir sind jetzt auch online. Nee, kein Bock auf online. Jetzt will ich rausfinden, wie man offline spielt. Das ist natürlich jetzt eine Frage. Ja. Das ist jetzt natürlich merkwürdig. Ich weiß nicht, wie ich offline gehe. Warte mal, ich gehe mal zurück. Okay, also hier ist es dann so ein Markt. Man kann direkt zum Markt switchen. Ah, also perfekt. Das ist natürlich auch geil. Direkt zum Tag, direkt hier rein. Was das hier ist, weiß ich gerade nicht. Vielleicht ist es noch locked, ich habe keine Ahnung. Kann natürlich auch sein. Was ist das hier? Ich weiß nicht, was diese Symbole bedeuten, deswegen. Hier ist eine Alert-Mission, hier ist eine Mission, eine Quest, die ich machen muss. Aber was heißt das hier und was heißt das hier? Das hier heißt Invasion, das glaube ich, weiß ich noch. Das ist eine Invasion gerade. Ja, Kampfsold. Mhm. Aber was ist das hier? Kiste. Serium-Sektor, Kiste-Sektor. Verstehe ich nicht ganz, aber... Gut, naja, egal. Was ist das hier? Ah! Das kann natürlich sein, dass das Sektoren sind. Tot. Fangname Albtraum versus Dark Sektor und Invasion, ja. Womöglich sind das Zeichen für irgendwelche Clan, für irgendwelche Sachen, zum Beispiel das für für Corpus und das für Greenier oder so. Egal, wir machen die hier. Ja. Jetzt will ich nochmal wissen, wie ich offline spiele. Annehmen. Nee, ich will eigentlich nicht online spielen. Muss ich ehrlich sagen. Naja. Ich trinke gerade Eistee. Vielleicht muss man das auch machen, ich weiß es nicht, also... Also den Teil halt online spielen und zu testen, wie es halt ist, mit anderen Spielern zu spielen. Ich fände es halt nur ein wenig komisch. Wir befreien jetzt den Gefangenen. Ich finde, Gefangenschaft ist immer so eine Mission, bei der... Oh. Mirage. Ein Mirage ist mit mir. Das heißt, der ist gar nicht schlecht. Das heißt, die Quest hier wird ein wenig schneller sein. Ihr seht, ich bin auch nicht gerade langsam. Normalerweise ist Rhino und Frost sind zwei der langsamsten Warframes. Aber ihr seht, ich bin deutlich schneller als er. Und das liegt daran, viele wissen's, viele machen's, wenig lernen's alleine, wenn man einfach die ganze Zeit rutscht. Es geht einfach und man ist einfach viel schneller. Sehr viel schneller. So, ich klaue dem jetzt auch alle Kills extra. Weil ich assi bin. Easy. Das
kurz nachladen. Ach. Das ist ein Scherz, Peppe. Ich bin im Aufnahme-Channel. Ja, und ich dachte, du willst jetzt... Ja, aber ich bin gerade am Aufnehmen. Ja. Kannst du wieder alleine ausgehen, bitte? Egal, sprechen wir nachher nochmal drüber. Ja, das war Peppi. In circa 10 Minuten haben wir eine andere Aufnahme, deswegen, ja. Interesting. Egal, ist ja nicht schlimm. So. Ne, ich bin da, ich muss ehrlich sagen, ich bin immer ein wenig zickig im Moment, wenn man da einfach in den Channel reinkommt. Und ich noch dazu im Aufnahme-Channel drin bin. Naja, schlimm ist es nicht. Wie verzeiht mir das? Was? Happy ist doch nicht schlimm. So. Ah, hier war mal eine bestimmte Quest, die ziemlich hart war. Das weiß ich noch. So, du befreist jetzt den und ich verteidige hier. Ja, dann machen wir so. Easy. Das war der falsche Angriff. Muss ich zugeben. So, und das Wichtigste ist, die Geisel muss beschützt werden. Denn wenn die Geisel verreckt, müssen wir sie wiederbeleben. Und wiederbeleben ist oft schwieriger, als sie von Anfang an direkt zu beschützen. So, jetzt habe ich mir einen hohen Punkt ausgesucht. Ja. Hier kommen die Gegner, ich sehe es auf der Karte. Alles kein Thema. Wir müssen zur anderen Seite raus. Easy. Alles easy. Gehe ich meinem Kumpel mal helfen. Die Geisel chillt hinten. Man sieht auch das Leben von der Geisel links an der Seite. Für einige, die sich das gefragt haben. So, mach die Ulti. Keine Ahnung, was die machten, die sind dumm rumgestanden. Ich benutze übrigens die AK Vasto als Pistole, weil ich einfach finde, dass sie mega abgeht. Einfach bis jetzt meine Favoritenpistole. Oh. Na komm, wir machen das so. Hier, kriegst meine Sekundärwaffe. Und ich feuer hier ein wenig rum. Ja, jetzt müssen wir leider warten, bis der hier so... Ah, ne, der ist eine Konsole. Wunderbar. Ja, wir wurden halt leicht eingesperrt. Und ich glaube, das Ding ist gerade eben aufgegangen. Ja, ist es. Wunderbar. Oh, lol. Da ging es gar nicht lang. Ah, da hinten steht einer. Ja, jetzt nicht mehr. Ganz einfach. Ich glaube, die Geisel... Oh, die ist schon... Yay. Ich bin schon voll weit hinten. Kein Thema, gerne getötet. Alles einfach. Ganz, ganz easy. Wir haben jetzt so Striche drauf, so komische Spinnnetzlinien. Okay. Mods-Segment. Kenne ich auch noch nicht. Zugefügter Schaden, erlittener Schaden, getötete Gegner, ganz gut. Aber Mods-Segment habe ich jetzt auch ernsthaft keine Ahnung, was es ist. Also, ist mir auch neu. Mission erfolgreich, ja. Bonus-Credits, Missions-Credits. Okay. Hat die Gruppe verlassen? Ja, das ist ganz normal nach einer Quest. Wir setzen keinen Handel gegen Versprechen. Klar, wie gesagt, also, ja. Okay. Das ist ein Radio. Das ist ein Radio. So, jetzt können wir hier einen
Teil reinsetzen. Okay. Was ist das? Mods. Aha. Umwandeln. 4 unfusionierte Mods in eine neue, seltenere Mod um. Ich kann euch das ja gerne mal zeigen. So, Mods umwandeln. 12.000 Credits und ich habe keine 12.000 Credits gerade dafür auszugeben, weil ich keinen Bock habe. Was mich aber interessieren würde, meine Sammlung. Oh, die sieht ziemlich geil aus. Also, die haben das schon ziemlich geil gemacht, das neue. So. Fusionskerne. Sprintverstärker. Nehmen wir mal alle. Und das hieß Mods-Segment. Machen wir mal hier Name. M. Ist natürlich wenig blöd, dass sich das hin und her bewegt. M. Na. Nee, ist nicht da. Merkwürdig. Okay, dann habe ich leider noch gar keine Ahnung, was es wirklich bringt. Ah, wir sollen hier hin. Was machen wir hier? So. Verbesserung. Hier kann ich jetzt zum Beispiel verbessern. Ich habe ihn noch fast gar nicht verbessert. So, Kapazität 2 von 23. Okay. Kleinen Moment. So, wieder da. Mutter nervt mal wieder. Und ich suche immer noch Loadout-Option. Keine Ahnung, was das ist. Sweeper auch so. Segment offline haben wir immer noch nicht freigeschaltet. Da ist unser Pad. Das haben wir auch noch nicht freigeschaltet. Segment nötig immer noch. T ist Chat. Verkaufen gerade ganz viele Leute irgendwelches Zeug. Da. Ah, cool. Das sieht jetzt so aus. Ja. Hier ist dann auch Codex. Da unser geiles Radio. Gut, und ich denke, wir müssen aber noch eine Quest machen. Aber ich denke mal, das kommt erst als nächstes. Denn jetzt müssen wir leider eine kleine Pause einlegen. Und ja, ich muss eine kleine Pause einlegen. Und für euch geht's gleich weiter. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen wieder da. Ja, für euch geht's ja eh gleich weiter. So, wir machen mit dem Prolog weiter. Ich muss mich übrigens entschuldigen, die Quali ist bei den vorherigen Folgen beim Prolog jetzt ziemlich scheiße im Vergleich zu jetzt. Denn es gab ein paar Konvertierungsprobleme und so weiter und deswegen... Naja. Ich hoffe, für euch ist noch in Ordnung. Ich denke mal, dass es jetzt schöner aussehen sollte. Ja. Achso, und ich habe, glaube ich, rausgefunden, wie man sich auf Offline stellen kann. Da. Hier unten rechts. Solo. Gar nicht so einfach zu sehen. Und ich habe auch eine Weile gebraucht, um es zu finden. Und habe eigentlich nur zufällig drauf gestoßen. Und habe mir dann gedacht so, jetzt habe ich es doch gefunden, Alter. Geht doch endlich. Naja, und wir machen jetzt eine Auslöschungsquest. Ich weiß nicht, was an dem Screen hier kompliziert ist, aber der leckt irgendwie jedes Mal. Merkwürdig. So. Diesmal ist kein anderer dabei. Diesmal können wir chillig durchrushen. Und da die irgendwie dumm sind, das nicht hören, dass da was explodiert. Haben wir doch kein Problem mit. Ich will hier so eine sneaky Mission machen.
sich voll geil anfühlen, wenn du so eine Rakete in die Fresse kriegst. Keine. Ist blöd. Normalerweise sieht man die alle auf dem Radar. Da hinten ist einer. Den hat's erwischt. Keiner sieht mich. Merkwürdig, es wird nicht angezeigt, wie viele Gegner übrig sind. Das ist untypisch für eine Auslöschungsmission. Also irgendwie kommen die mir ziemlich dumm vor. Überall macht's bum 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 und nichts passiert. Weißt du, wenn hier langsam meine Kumpel in die Luft fliegen, dann würde ich mich schon fragen, was hier abgeht. Da hinten ist noch einer. Wo kriege ich den so? Ja. Ah, liebe ich an Warframe. Die Waffen sind so wirklich 100% akkurat. Triffst einfach mit der Kacke. Nichts gesehen. Er wurde nicht mal aufgeschreckt, muss ich sagen. Der wurde nicht mal aufgeschreckt. Sorry, dass ich nichts gesagt habe. Ah. Ja gut, der hat's gesehen. Den hat's erwischt. Den auch. Ja gut, jetzt sind sie alle alarmiert. Kann er ja durchrennen. Oder? Nee, normal nicht. Mein Pet killt sie alle, wa? Kann er auch wirklich durchlaufen. Ups, pam. Na komm, noch ein paar viele. Aber eigentlich ist es ziemlich easy. Weg. Oh, wir müssen da lang. Sogar hier was. Ah, Schmiede. Ja, jetzt haben wir endlich eine Schmiede. Oh, das hat wehgetan. Guck mal. Ich glaube, Vor hat irgendwas gegen uns. Der mag mich einfach nicht. So, weg. Ah, jetzt stehen auch da, wie viele Feinde das sind. Ach komm. Leck mich fett. Machen wir jetzt schneller. Wollen wir schließlich keine Jahre verbringen. Nervig. Nicht nett von denen. Shit! Weg, dann hacken wir kurz. Easy. Der hat's nicht kommen sehen. Ein paar Fähigkeiten muss ich auch mal einsetzen. Yep. Ich habe einfach kein Leben, weil ich bin halt auch hier der Mighty Fucker Gegner für die. Die könnten 100 dastehen und ich würde die alle nacheinander wegrotzen.
Ja, problemlos sogar. Einmal die Ulti, wa? Ich glaube, die habe ich hier noch. Dieses Mal habe ich noch gar nicht gezeigt. Und das sieht so schön aus. Pam, 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 Eis. 1000, 1000, 1000. Weg. Ich weiß gar nicht, ob ich die gelevelt habe. Sollte ich irgendwann mal machen. Oh, das war daneben. Ich wollte hier landen. Easy. Der ist weg. Nein, ich gehe immer hier lang. Immer. Keine Ahnung warum. Ich find's einfach leichter. Und weg. Und da ist der Extraktionspunkt. Deutsch und so. Ah, wieder ein Schmiedensig. Ach so, das was wir gekriegt haben, war das Segment, das wir modden können. Ah. Ah, jetzt verstehe ich. Jetzt habe ich es verstanden. Gut, okay, also wenn ihr dann die Segmente kriegt, dann könnt ihr die dann einbauen, reinklatschen und dann, dann habt ihr sie. Ich sehe gerade. Physis. Physis ist ein Mod. Naja, wir sollen jetzt erstmal hier zur Schmiede gehen. Das Segment reinknallen. Ja. Mhm. Foundry. So, und da sind jetzt alle meine Sachen, die ich bauen kann. Okay. Sogar jetzt aufgelistet sogar. Nice. Ah ne, das sind die fertigen. Ja, ihr seht, ich habe noch ein paar Sachen hier schon vorgemacht, die ich immer noch nicht fertig machen konnte. Was brauche ich denn dafür? Detonet-Injektor. Ja, komm. Ich habe die doch irgendwann mal geholt, bestimmt. Bereit zum Abholen. Teile. Nee. Ausrüstung. Rotenwrack. Ah. Nicht genügend Komponenten. Nicht genügend Komponenten herstellen. Ich dachte, ich hätte mal dieses Detonit-Injektor-Teil gehabt. Das hier? Nee, habe ich nicht. Okay. Steht nicht da, also habe ich es auch nicht drin. Funk Prime, Grinlock. Ja, ganz viel Müll halt, wa? 20.000. Ich finde, sieht aber ganz gut aus, das neue Teil. Da. In Arbeit. Ja, schon fertig, ne? Bereit zum Bauen. Ach, der zeigt mir direkt die Sachen an, die schon gebaut werden können. Aha. Das ist ziemlich gut. Und was ist das? Ascaris Negator. Herstellen. Komm, mach mal. Ja. Hab's gehört. Skype ruft. Mal mit dem Handy gerade auch. Oh Mann. Ich verpeil's jedes Mal, ne? Meine Sammlung verkaufen. Wir machen jetzt ganz kurz ein wenig Geld. Aber nicht hier, sondern bei Ausstattung. Inventar. Ah, das sieht genauso aus wie vorher. Das finde ich gut. Ich mag das Interface nämlich. So, und dann verkaufen wir mal ein paar unnütze Sachen. Schmiedensegment. Habe ich doch abgegeben. Ich dachte, ich hätte das abgegeben. Merkwürdig. Merkwürdig, aber ist uns eigentlich egal. Ember Prime verkaufen. Wir haben nämlich zwei. Und ich dachte, ich hätte letztens irgendwas von. Ne, scheinbar nicht. Ja gut, dann verkaufen. Komm weg mit der Kacke. Zack, raus. Dann haben wir jetzt. Na, wie viel Geld haben wir? Credits. Boah, zeig's mir nicht an, wa? 20.000, gut, verkaufen. Dann alle Duplikate. 24.000. Hm. Okay. Haben wir aber nicht vor. So. Man muss sagen, dieses Interface, da müsste man zurückzoomen können, irgendwie so.
Mal zurück schnell. Wächter. Ah, ja. Bei Wächter dachte ich, haben wir immer so einen Haufen unnützer Mods. Da, sowas zum Beispiel. Habe ich nicht. Habe ich auch nicht. Und? Scroll runter. Na? Merkwürdig, er scrollt nicht runter. Und hier? Und haben wir testen wir nochmal. Hier scrollt er runter, okay. Das heißt, das ist normal, dass es dann so ist, man muss das dann anzeigen lassen. Okay. Gut zu wissen. Ja, aber ein klein wenig. Reichweite hier 14 Mal, verkauf alle. Das wären 5000. Und gesamten Stapel verkaufen. Ja. Damit haben wir dann 25.000 und können... Stellt er mir die Tour? Das ist doch die Turit. Wieso macht er das? Egal. Bereit zum Bauen. Ash herstellen. Yep. Und bereit zum Abholen. Ist das hier. Inventar hinzugefügt. Dann gucken wir mal ins Inventar. Denn ich muss ich will selbst wissen, was es ist. Denn ich habe keine Ahnung. Ausstattung, Inventar. Da. Ascaris Negator. Ja. Was bringt das Viech jetzt? Na ja, dann geben wir da einen dicken Shit drauf und ich würde sagen, damit haben wir schon was geleistet und ich sag, mache ich wieder eine kleine Pause und bis gleich. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen. Bin wieder da und ich würde sagen, es geht gleich mit dem Prolog weiter. Wir haben hier eine neue Mission. Entführung heißt sie. Entführung? Ich kenne das unter anderem Namen damals. Es hieß, Gefangennahme. Naja. Ich finde, Gefangennahme hört sich jetzt geiler an. Persönlich. So. Wieder mal mit der Ogris. Die jetzt eine andere Farbe hat. Ja, Mann. So ist genau richtig. Und dann gehen wir hier auf... ich glaube, Korpusjagd. Sollte ein Korpus sein. Wieder mal peilt keiner, dass ich hier bin. Aua. Oh lol. Er sollte eigentlich nur die Kamera zerstören. Und weg. 4500. Den hat so schon gekillt. Easy. Raid gratis collect. Ja, hast du nicht gepeilt, dass da irgendwas passiert ist, Spacko. Was ist ein Raid-Krat? Könnte vielleicht Sabotage sein, was sie meinen da. Und da ist keiner mehr. Ich schluck ihn jetzt erstmal... Oh, hinter mir. Sollte alles weg sein, ne? So, jetzt muss ich mich entscheiden. Aber ich denke, dieser Weg ist deutlich intelligenter. Da ist nämlich keiner. Ja, also kein großer weiterer Raum. Oh. Falsche Taste. So kann man gut hacken.
Hoppa, und... Keine Ahnung, was der hatte. Ich weiß echt nicht, was Raid Card ist. Na komm. Muss eine andere Waffe. Ballern wir die einfach schnell weg. Machen wir mal wieder hier. Ich weiß jetzt auch nicht gerade, welches der bessere Platz wäre. Da, da war noch einer. Den killen wir so. Komm. Ah, was fallen lassen. Gleich erstmal looten. Gut, ich würde sagen, wir holen uns den hier zuerst. Hä? Ach, das ist so ein Fragment. Ah, ich hätte gar nicht hacken müssen. Ja, dann hack ich nicht. Hacken, ne, muss sagen, nervt mich eigentlich jedes Mal. So, da drei. Easy. Sehr, sehr easy. Gar kein Problem. Schade. Hat nicht getroffen. Wir machen es den Verfolgern erstmal gleich schwer. Durch so eine Kugel laufen macht in einen nämlich mega langsam. Es ist nicht mal wert, das von mir getötet zu werden. Ja, mach's da halt. Ist mir doch egal. Und fertig. Was haben wir gekriegt? Irgendwas Praktisches? Nee. Nichts Praktisches, nichts, was wir brauchen. Ja, die Uhr ist bald 30. Gut, dann kann ich endlich wieder die Sniper nehmen. Ich mag die Sniper nämlich mehr. Ich habe die Sniper lieber. Was machst du denn da? Keine Ahnung, was der gemacht hat. Komm. Müssen wir irgendwo hingehen gerade. Das Ding ist jetzt eingefahren. Ist hier irgendwas? Aha. Was ist jetzt los? Oh nein, die Ascaras hat eine versteckte Ausversicherung. Sie hat sich in dir vergraben und scharf gemacht. Wir müssen Vor finden, bevor sie in die Luft fliegt. Oh nein, ja. Das sagt sie jetzt zweimal. Erlange das Merkonav-Segment. Erlange das Merkonav-Segment. Gerne! Kein Thema. Na, komm, Leertaste. Geht nicht. Okay. Ah, ich muss F drücken. Ja, komm, wir machen lieber alles mit Akkawasse durch. Ist einfacher. Easy. Immer schön die Pack, die Sachen aufnehmen. Ja.
brennt ein wenig, ne? So ein Schuss. Du hast meine Söhne ermordet und mich vor meinen Königinnen in Ungnade gebracht. Aber schon bald bist du Akaris. Aber schon bald... Ach, irgendwas mit Akaris. Keine Ahnung, was das für ein Ding ist. Ich lese mir nie durch, was da unten steht. Ich konzentriere mich immer aufs Battle. Irgendwas mit Akaris und ich werde mein blaues Wunder erleben. Weg. Aha. Scheint mir jetzt nach. So. Tenno, Koordinaten in dieses NAV-Segment bringen die Galeone auf direkten Kurs zu einem Konvoi. Du hast die Wahl, du kannst jetzt abziehen oder du kannst die Galeone lahmlegen und die Kolonisten retten. Ja Mann, wir retten die! Flüchtlinge retten können wir sagen, ich warte hier. Die Flüchtlinge zu retten... Was ist das jetzt? Aha. Oh nein. Ja, ist nicht schlimm für mich eigentlich. Na. Weg mit dem. Ich muss hier lang. Shotgun-Tippi. Der auch weg. Boah, das ist ja echt. Also wenn es auf einem gescheiten Level wäre, würde ich ja sagen, dass für mich dann hier eine Herausforderung ist. Aber da es nicht ist, lache ich mir richtig geilen Arsch ab. Die ziehen mir halt auch nichts, wa? Ich stand jetzt in der Mitte und die haben mir die Hälfte vom Schild weggemacht. Nicht mal die Hälfte vom Schild weggemacht. Ich will nicht wissen, wie lange die brauchen, um das Ding da am Arsch zu machen. Ja. Weg. Na komm. Easy. Easy peasy. So. Es müsste eigentlich Ruhe sein. Damit hier ein wenig Ruhe einkehrt, weil wir wollen ja, dass es schön leise ist, hacken wir eine Runde. Schön looten. Guckst du? Ich würde sagen, ich habe nicht getroffen. Irgendwo einer. Ja gut, das Viech da. Kann mir jetzt auch am Arsch vorbeigehen. Wir retten aber jetzt erst noch den Konvoi. Ne, der peilt es nicht, ne. Ist ja auch zu unoffensichtlich, weißt du, da...
passiert so eine Scheiße, aber nein, weißt du, man steht neben dran, es macht bumm, 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 aber es ist... Nee. Oh, lol. Und da seht ihr Pro Gaming pur, ne? Ich sterbe an mir selber. Oh, da steht einer. Was will denn der? Was ist denn das für ein Vollbock? Man kann ich die ja nicht am Arsch machen mit der Progress. Ist ja scheiße. Ja, dann ziehen wir drauf, wa? Ah, ich hasse Dinger am Arsch zu machen. So. Weg. Warum läuft denn da im Kreis rum? Der hat echt einen Schaden gehabt. Da sie alle wissen, wo ich lang gehen muss. Stehen die bestimmt gleich da. Da hat mein Bett des Bombendings abgeschossen und alle sind verreckt. Gut gemacht, Pat. Pat. Ah, was haben wir gekriegt? Merkur-Navigation zum... Navigation, Modul. Alles klar. Die Ogris ist fast mega viel gestiegen. Headshot-Kills kann ich leider nicht, jetzt nicht mehr angucken. Headshot-Kills 6. Nahkampf. Oh mein Gott. Ja? Mach rein, die Scheiße. Oh, muss es denn wirklich Merkur sein? Die Hitze treibt mich. Störung, Solarschienen, Navigation nach Merkur aktiviert, Operator. So, stelle dich Captain vor. Merkur hier. Tolstoi. Captain Vor. Der kleine Schniedel. Ja, ist die beste Beleidigung, die mir reingefallen ist. Ja, Leute. Warframe ist abgestürzt. Zum zweiten Mal übrigens hintereinander. Gerade eben war ich beim Vor und dann auf einmal Zwischensequenz und weg. Ich hoffe mal, dass das nicht nochmal passiert. Er kotzt nämlich megamäßig an. Töte 30 Gegner. Gut, machen wir. Da habe ich so eine schöne Runde hingelegt. Habe ich alle mit der Ogris gekillt. Wichtigste ist immer diese Kisten zu zerstören, weil die voll lustig sind. Ja, weg mit der Kacke. Die ganzen Mobs hier, die braucht kein Schwein. So. Jetzt mal gleich oben. Weg. Das ist auch so ein intelligenter, ne? Stellt sich um das hinter dem Ding auf, dreht sich um und guckt nicht mehr zu mir. Ist ziemlich gefährlich. Am meisten bei mir. Diesmal, sorry Leute, scheiß auf die Zwischensequenz. Kein Bock, dass das Kackspiel nochmal abschmiert. Aua! Hat richtig Schaden gemacht. Ja gut, so richtig ist es auch übertrieben. Ah, Jungens. Macht keinen Stress. Sind ja alles Freunde. Hier, hau aufs Maul. Fällt mir so auf.
Ja, doch, gar nicht so wenig Leben, weil ich halt, Alter! Aua! Aua! Ja, man, ich die Dinger hasse! So, weg. Den baller ich mit der Ogris weg. Der kann nix. Ich kann mich nur selbst töten. Na, ja, lauf halt die Treppe hoch. Spastika. Immer schön in Bewegung bleiben. Ja. War jetzt ein schöner Fail. Oh, die Elektrodinger ankacken, ey. So, warte mal, der... Ist der Entfernung? Alter, wie der Schaden macht! Boah, das ist nicht mehr normal, ey. Dieses Ding tut richtig weh. Komm, friss. So. Der hat ja mal richtig Damage gemacht, muss ich echt zugeben. Ui, ui, tanz mit mir. Shit, hab ich nicht gekillt. Naja. Da hinten ist einer. Was macht denn der da hinten? Na, dort ist einer. Und der hier. Haben wir schon mal 25. Schon mehr als 22. Wir müssen noch 5 Stück killen, dann ist fertig. Dann haben wir die Mission auch geschafft. Also wie schön das aussah, vorhin gelesen. Warframe has crashed. Do you want to send a bug report? Nein. Oh. Das war dumm. Weg. Was? Wo? Da hinten, ne? Den da. Da oben. Mod fallen lassen. Oh, Mission gemacht. Ja. Gehen wir mal. Haben wir eh nichts mehr zu suchen. Da hoch. Ja, dann gehen wir da hoch. Easy. Ah, ich muss hacken. Boah, Alter. Doch einen Arsch offen, ne? Zack. Ganz, ganz einfach. Das für die Genius-Leute unter euch. Hacken. Da war noch Glück, dass ich hier gerade rausgebackt bin. Ich hätte sonst schon gedacht so, willst du mich verarschen? Basti.
Okay, dann haben wir es. War ist einmal gestorben. Mal wieder. Und wir haben das Venus-Navigationsmodul, vor dem ich keine Ahnung habe, was es bringt. Aber irgendwas wird es wohl bringen. Ja. Farm Segment rein. Und ich glaube, das war dann auch schon alles. Dann senden wir gleich einen Extraktor aus. Oh, wir haben nur einen ausgesendet gehabt. Das ist natürlich ungeil. Mars. Zack. Friss. Gut, damit würde ich sagen, das war unser schönes Tutorial. Prolog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr sehen wollt, schreibt es mir hin. Wenn ihr mit mir zusammenzocken wollt, schreibt mich an. Bis dann. Tschüss.